Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. In der letzten Folge haben wir ein paar Sidequests gespielt und wo sind eigentlich die anderen? Da ist Ignis, ja. Wo sind die anderen? Schönen Morgen. Ja, schöner Morgen, aber hast du Gladio und Prompto gesehen? Oh, das Gladio, aber wo ist Prompto? Morgen. Jo, Gladio. Moin, hast du Prompto gesehen? Ach, da hinten. Da bei dem Pinguin. Hey, morgen. Moin. Gut, Leute, kommt mit, wir wollen zum Gaidin Kai. Ja, wir wollen zur Hochzeit, deswegen müssen wir jetzt unbedingt zum Gaidin Kai. Neuer Tag, neues Glück. Ja, auf geht's. Und dann vom Gaidin Kai zu... hab ich das richtig verstanden? Zu dieser... eine Insel. Wird die hier angezeigt eigentlich? Tatsächlich nicht. Ja, mal gucken, wie die heißt. Nun zur nächsten Meldung. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Dass Lucis und Niflheim sich auf Frieden verständigen konnten, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lucis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nacht. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab. Ja, wie wir hier erfahren haben, ist diese ganze Hochzeit nur dafür da, um den Friedensabkommen mit den Niflheims und der Lucis ja, zu schaffen. Und deswegen müssen wir nach Tenebrae. Das Meer! Ich kann das Meer sehen! Oh, Tatsache! Das ist der Gaidin Kai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute. Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Freu mich schon drauf. Ja, Leute. Ich wollte hier was erklären. Genießen wir jetzt das schöne Parkresort. Der Gaidin Kai. Mit unserer geilen Porsche hier parken. Eine Fähre nach Altissia. Genau, Altissia, das ist diese Stadt da, Noct, die so ein bisschen aussieht. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Warum denn? Ich hätte doch noch genügend. Altissia, das ist die Stadt, die so ein bisschen ähnlich aussieht wie... Endlich am Ziel. Ja, ein Artikel über die Hochzeit? Mit Foto von Lunas Hochzeitskleid. Oh, schicker Fummel. Na, da wird sich aber jemand freuen. Darin sieht sie bestimmt hinreißend aus. Du alter Glückspilz, Noct. Die Schneiderin, die das Kleid gefertigt hat, soll die Beste in ganz Altissia sein. Das Essen hier kann man sich bestimmt schmecken lassen. Hoffentlich ist für mich auch was dabei. Wehe, du schiebst Sachen vom Teller. Das wäre echt mal peinlich. Altissia ist berühmt für Fischgerichte, oder? Das gilt aber auch für den Gaidin Kai. Fisch wäre in Ordnung. Sei nicht so wählerisch. Wird den Fisch hier gern mal probieren? Sollen wir eine Runde angeln gehen? Sind leider nicht im Urlaub, Noct. Da möchte ich Gladio beipflichten, Noct. Wir sind lediglich auf der Durchreise. Oh, schade. Altissia ist die Stadt, die so ein bisschen aussieht wie so eine Angelstadt, also mit sehr viel Wasser und ja, so kann man es willkommen am Gaidin Kai. Moin. Oh, hat sie. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was?
Ihr kamt, um in See zu stechen. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Wer bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Ich sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch. Das ist euer Taschengeld. Hä? Hey, sag schon, wer bist du? Sag dich doch schon, ein Wanderer. Hä? Ja, klar. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Was für ein Weirdo war das denn? Vorzüglich. Hat der uns ausspioniert? Sonst wüsste er doch nicht, dass wir jetzt abreisen. Ich glaube, dieser Fisch ist mein neues Leibgericht. Wirklich? Du magst ihn lieber als Fritten? Also gut, mein neues Fischleibgericht. Ja, die Fritten. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Was möchten Sie gerne bestellen? Erstmal will ich Ortsinfos haben. Was interessiert Sie denn? Refugium gleich um die Ecke. Parkplätze, juckt keiner. Ortschaften. Und natürlich Sammelstellen. Das ist immer gut. Wählen Habt ihr denn Sie zu aus essen? Gerichten. Oh, weißer Fisch in Tomatensauce. Okay, nein, ich bin nicht der Fischfan. Aber hier gedämpfte Salzkrabben. Oder Muschelgardin. Meeresrisotto. Ey. Sehr Könnten super lecker. Sie uns damit vielleicht zur Hand gehen? Okay, nein, das ist ein bisschen zu krass, my lady. Beehren Sie uns bald wieder. Ja. Werde ich machen. Wo sind hier die Massageräume? Ach, dort. Da kann man wahrscheinlich auch übernachten. Es sind ja nur zwei Zimmer. Hoffentlich öffnen Sie den Hafen morgen. Naja, wir kriegen ja Privilegien. Wir sind ja die Prinzen. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Aber wieso? Keine Ahnung. Irgendwas ist da hier schief gelaufen. Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Was ist er jetzt hier? Na gut, ich höre dir mal zu. Also, es hat anscheinend ein Embargo von Niflheim gegeben. Was liegt denn an? Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klarzumachen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Bis zum nächsten Mal. Der Deal mit Dino. Jetzt habe ich Ihnen ja hier irgendwelche Materialien gegeben. Na gut, wenn dir das so heilig ist. Damit wir endlich mal Hochzeit starten können. Ich will heiraten. Momentan sind hier die preisgekrönten Fotos der vier Fotobewertesten zum Thema Ignis zu bewundern. Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Ja, und wir haben auch die besondersten Klamotten hier an. Naja. So. Was ist denn das hier? Es ist eine Katze! Miau, miau. Miau, miau hat einen Auftrag. Hallo, ich will mit dir reden. Eine Katze? No. Was ja, ist? Wie bist du? Gehst du spazieren? Hast du no. dich etwa verlaufen? Dann... Hast du bestimmt Hunger? Hunger also?
Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Überall, wo sich ein Steg befindet, kann Noctis seine Angel auswerfen. Eine Angelausrüstung besitzt der Prinz bereits. Warum probierst du sie nicht gleich hier an der Venusküste aus? Oh Gott, Angeln in den Spielen. Na, mal gucken, ob ich da so gut bin. Oh, arme Katze. Ich bring dir schon einen Fisch. Warte. Das hungrige Kätzchen. Okay, bin mal gespannt, wie die heißt. Vielleicht hätte ich auch keinen Namen. Und was konnte ich da gerade aufheben? War mir auch irgendwie egal. Ja, aber man muss schon sagen, die Grafik sieht schon echt geil aus. Und diese geile Entspannungsmusik. Oh, Ausdauerbalken ist leer. Egal. Diese Ignis-Bilder hier. Hier ist eine Familie. Boah, der Sand. Ich habe noch nie so einen weißen Sand gesehen. Gut, ich gehe mal kurz hier angeln. Mal gucken. Makrelen soll es hier geben. Auf in den Kampf. Ja, hat seine Angel einfach so gespawnt. Du hast eine Angelstätte erreicht. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Besuche es am besten gleich einmal. Okay, Marker bewegen. Gut. Ich kann jetzt auswählen. Ah, da sehe ich so eine Minimap, wo besondere Fische sind. Ja, sehe ich. Der Köder ist ins Wasser eingetaucht. Du kannst die Schnur nun durch Drehen der Spule einholen und so den Köder bewegen. Zieh die Angelrute dabei geschickt nach links oder rechts, um deine Beute anzulecken. Dein Fisch ist auf deinen Köder aufmerksam geworden. Versuche ihn durch langsames und unregelmäßiges Einholen der Schnur zum Beißen zu bringen. Okay. Ja, so ein bisschen rumziehen. Ah, er ist angebissen. Ein Fisch hat angebissen. Reiße die Rute blitzschnell in Richtung des Pfeils, damit der Fisch sich am Haken festbeißt. Oh Gott, oh Gott. Okay, der Fisch versucht sich... Ja, ja, lass mich mal hier das machen. Wie der zieht aber. Spule drehen. Ja, das mache ich da gerade die ganze Zeit. So. Gleich hast du ihn. Nicht aufgeben. Ja, er zieht. Aber ich hab's geschafft. Die Makrele. Gut gemacht, Nacht. Ui, das ist ein dicker Brocken. 53 cm, 549 Gramm. Gratulation, du hast einen Fisch an Land gezogen. Deine Fänge bescheren dir nichts zum... deine Fänge bescheren dir nicht nur Kochzutaten, sondern auch andere nützliche Gegenstände. Ein Dickkopf-Makrele. Noct, die Schnur hält nicht mehr lange. Ja, ich will jetzt auch nicht mehr angeln. Ich bin nicht so der Angelfan. Aber es gibt Leute, die angeln wirklich gerne. Können sie machen, aber für mich ist das immer boring. Vor allem hier in den Spielen, so, da kriegst du die Fische so schnell. Aber in echt, da musst du ja stundenlang warten. Das ist echt lässig. Nee, nee. Das ist nicht so mein Ding. Stundenlang warten über eine Sache, wo man sich einmal freut. Naja. Nee, lass mal. Aber den Sonnenschein genieße ich gerne. Da spritzen sich kurz die zwei Paare. Das klingt auch falsch. Kannst du mit dem Makrelenfilet füttern? Ja, bitte. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Hey, ich habe sogar extra geangelt für die Katze. Ist das für eine blöde Katze, echt mal. Ich kann die nicht mal
einen Fisch ertragen. Ja, okay, wenn man den Fisch ja nicht mal richtig schneidet. So, man gibt einfach einen ganzen Fisch, die Katze. Ja, natürlich wird sie es wahrscheinlich nicht essen. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Ist ja nicht so, als hätte ich das gerade gemacht. Vorzüglich. Ja, der Kellner meinte, er sei ganz frisch gefangen. So gut schmeckt's nur. Hallo, ich würde gerne mich bewegen. Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Digga, was sind das für Katzen? Immer das beste Essen. Digga. Ich glaube, dieser Fisch ist mein neues Leibgericht. Wirklich? Ja, deine komischen Leibgerichte. Gut. Jetzt hier dein Fisch, den wir uns sogar extra angebraten haben. Hier wenn ist du den dein jetzt nicht isst, dann weiß ich auch nicht mehr. Na endlich. Sogar, lol. Verwöhnte Diva. Ja, verwöhnte Diva, aber sowas von. Ich glaub, sie mag dich. Meinst Digga, du? Die kriegt vielleicht so einen ganzen Teller davon. Eine klammernde Frau kann einen den letzten Nerv kosten. Verwöhnte Katze. Nein. Ja, das tun sie nicht. Gut, dann holen wir erstmal die Mineralien, damit wir endlich mal nach Altissia können. Will Hochzeit starten, bitte. Frag mich auch, wann wir die Schokobos mal bekommen. Und die will ich auch mal. So. Automatisch fahren. Hier, yeah, der Deal mit Dino. Fahr ich lieber hin. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Gut, dann bis gleich. Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Also los, Bewegung. Vertrau diesen Dino immer noch nicht so ganz. Naja. Wir haben keine andere Wahl. Was ist denn dieses Feuersymbol da oben eigentlich? Und so ein Eissymbol. Gucken wir mal kurz. Absorbieren. Elementar. Magie und die Elemente. Um Magie einzusetzen zu können, musst du Elementarenergie sammeln. Es gibt drei Arten, Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarenergie mehr aufnehmen. Und wofür benutze ich diese Energie? Egal, nehmen wir mal hier schon mal Eis mit. Davon habe ich schon ein bisschen was. Wann habe ich das mal benutzt? Wollen wir hier campen? Nee, ich will dort hinten mal das letzte noch mitnehmen. Und zwar hier. Alter, das sind wir krass. Kann man sogar Magie benutzen. Ja, okay, wir können sowas wie unseren Warp benutzen. Das ist ja auch ein bisschen was wie Magie. Das ist irgendwie cool. Oh, oh, nein. Bitte lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur den Auftrag hier machen. Jetzt hier keinen Stress anfangen. Seid ihr alle der danach? Ist echt angenehm. Mir ist nach einem Nickerchen. Ey, Leute, mal ehrlich. Ihr wollt immer mal schnell ein Nickerchen machen. Könnt ihr nicht mal ein bisschen mehr machen? Seid so verwöhnt. So. Oh. Das ist ein riesiger Vogel dort. Oh, was für eine hübsche Farbe. Ja, nehmen wir noch mal ein bisschen Goldstaub hier mit. Ein Regenbogenstaub.
Sag oh, mal, fuck. Müssen wir da hin? Weckt ihn bloß nicht auf. Ach, nee. Okay, das ist ein großer. Nee, den will ich nicht haben. Oh. Schnauze jetzt dort. Oh, fuck. Ich will nur diese Erze haben. Puh, ich glaube, jetzt hört er uns erstmal nicht. Aber ich muss dann nochmal zurück. Ganz leise, Leute. Schön die Schnauze halten. Oh, fuck. Aua. Digga, der hat meine ganzen Leben runtergemacht. Weg ist der. Guck dir meine Lebensanzeige an. Das war heftig. Hab schon das Risakraut von unten gesehen. Eindeutig ein paar Nummern zu groß für uns. Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Ich auch. Junge, hat der meinen Balken runtergemacht. War so runtergemacht. Ich geh mal schnell zu unseren Begeier. Zum Glück hat er uns nicht angegriffen, ist einfach weggeflogen. Es wäre nämlich sehr belastend gewesen, hätten wir den jetzt besiegen müssen. Ich glaube, der wäre ein paar Nummern zu groß gewesen. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Ich will nicht dahinter fahren. Ah, ich dachte schon. Gut, dann bis gleich. Gut, Dino, ich hab deine komischen Erze hier. Bitte. Oh, gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Okay, das ist dieser Typ wirklich vom Imperium. So, aber dann werden wir in der nächsten Folge nach Altissia fahren. Hoffentlich. Ohne Umstände. Und... ja, immer noch. Und eure vier Emo-Boys sagen Tschüss. Haut rein. Ciao, ciao! Stand by. If the sky that we look upon